Willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir Mini-Zwitter da. Warum Mini-Zwitter, erklären wir euch noch. Und wir haben einen neuen Mitarbeiter bei CSR, das ist der Brandon. Brandon, erzähl was von dir. Hi, ich bin der Brandon, bin 22 und bin seit 2 Monaten bei CSR. Wenn irgendwelche E-Mails beantwortet werden, Telefonkontakt, was auch immer, könnte er dahinter stecken. Wenn es Beschwerden gibt, direkt an mich. Ja? Aber ich glaube, er macht das schon ganz gut. Selber kommt er ein bisschen aus der Tuning-Szene, fährt einen Ford Focus ST MK2. Tief, laut, typisch eben, so wie es sein muss. So, und jetzt zum Mini. Der Mini bekommt von uns eine neue Kappspoilerlippe. Werdet ihr alle denken, oh, zum 100. Mal Kappspoilerlippe? Nein, diesmal was Besonderes, denn es wird teilfoliert. Wie das funktioniert, wie sich das verträgt auf unserem Material, sagt euch dann auch unser Spezialist. So, jetzt erstmal das Intro und dann geht's los. So, hier haben wir schon die Kappspoilerlippe, bei uns im Shop erhältlich, im Übrigen passend für alle Mini Cooper und Mini One. Genau, denn, deswegen Twitter, das Auto ist vorne anders wie hinten und die Haube, glaube ich, anders und der Flügel wieder anders, also ihr merkt schon, deswegen Twitter. Jetzt machen wir erstmal die Passprobe, weil das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, gerade bei den Minis ist mir das aufgefallen. Es gibt so viele unterschiedliche Modelle, Stoßstangen, manchmal Baujahrwechsel. Ihr müsst immer die Sachen vorher mal prüfen, ob das auch hinhaut und dann gegebenenfalls austauschen. Denn in der Regel liegt es nicht daran, dass die Teile nicht passgenau sind, sondern einfach für ein anderes Auto. Also ob wir machen das jetzt. So. Ah, Volltreffer! Haben wir genau das Richtige rausgeholt aus dem Lager, würde ich sagen. Schaut gut aus. Schaut super aus. Bei dir im Radlauf soweit alles in Ordnung? Ja, liegt direkt an. Genau, also wie gesagt, vorher die Passform kontrollieren, schauen, dass die Übergänge passen, dass es am Radlauf passt. Denn die Position kann ja durch das Rein und Raus etwas verändert werden. Das ist wichtig, vorher abzugleichen, aber in dem Fall absoluter Volltreffer. Gut, dann machen wir mal die Vorbereitung. Alle Unterlegscheiben hinlegen. 14 Stück haben wir gesagt. 14 Stück haben wir gesagt, genau. Genau. Dass die gleichmäßig verteilt sind dann über die Kappspoilerlippe. Und dann? Dann bohren. Wird gebohrt. Mit einem 5er Bohrer. 5er? Dann passt es auch genau. Okay. Genau, wie schon gesagt, beim Bohren immer schön nah genug vorne hin, dass uns die Lippe nicht später wegreißt. Und immer vorsichtig bohren, dass wir nichts kaputt machen. Also jetzt muss man dann die Folie noch abziehen, dass man auch den schönen Schwarzglanz sieht. Dann haben wir ja alles vorbereitet, dann können wir jetzt anbauen. Folie ist runter, geiles Schwarz. Und da will der Folie drauf machen. Okay, also, was brauchen wir dazu noch? Die Nieten, die Unterlegscheiben und die Nietenzange. Und erstmal den Bohrer, ne? Ja. Genau, super. So, also dann wieder auf Position. Ich bin dran. Man kann sich hier auch wunderbar den Spritzschutzlappen hier als Begrenzung nehmen. Zum Anlegen, genau. Genau, ja. So, eigentlich wollte ich heute gar nichts machen, aber dann fange ich mal an. Ne? Oh, das war der Kühler, sorry. Komm, mach du mal weiter hier. So, dann machen wir mal in der Mitte eine rein, dann müssen wir auch alle nicht so wild hier die Spoilerlippe halten. Dann ist es schon mal fixiert. Wichtig ist, die Beilagscheibe nicht vergessen. Und von der Mitte aus fangen wir an, damit sich das hier entspannt montieren lässt. Musik
Das Ganze ist jetzt ordentlich montiert. Alle Nieten sind drin. Wir haben schon festgestellt, man braucht ein bisschen Mucki, damit die da ordentlich reingehen. Müssen wir alle noch ein bisschen trainieren. Genau. Das Ganze schaut ziemlich cool aus, denke ich. Passt gut zum Fahrzeug. Schwarz Hochglanz, zu den schwarzen Elementen sowieso cool. Ja. Und jetzt kommt das Extra. Und dazu holen wir unseren Fachmann her. So, und da haben wir den Fachmann und auch Autobesitzer, den Moritz. Genau. Moritz, du bist der Folienspezialist, sage ich jetzt mal. Kann man so sagen. Genau. Was hast du vor? Bei der Lippe würde es sich jetzt natürlich anbieten, da die hier so einen Ausschnitt hat, dass man nur das da foliert, dass man das Schwarzglanz eben lässt, weil das ja ganz gut zu den anderen Schwarzglanzteilen passt, dass man eben nur hier vorne das Teil in Wagenfarbe foliert. Na, ist doch super. Na, ist doch klasse. Das heißt, funktioniert das überhaupt mit dem Material? Hast du da gute Erfahrungen? Also Schwarzglanz ist eigentlich ideal. Wenn man jetzt matt hat, müsste auch gehen. Was nicht geht, ist diese strukturierte, haben wir auch. Da ist es dann wahrscheinlich schwierig. Das wird nicht so gut halten. Weil man aber dann nur die Hälfte der Klebekraft sozusagen genau, hat. Genau, da sieht man die Struktur, wird man durchsehen. Also da ist Schwarzglanz eigentlich das Beste, was man nehmen kann. Na, ist doch super. Gut, dann würde ich sagen, hol mal deine Sachen her, deine Folie und genau. Dann fangen wir an. Machen wir so. Also cool. Deine Sachen, die wir zur Folierung brauchen, kannst du mal kurz was erzählen? Genau. Was haben wir alles? Also als erstes braucht man natürlich Messer, um die Folie dann zuzuschneiden. Dann Rakel, was man nehmen kann, ist ein Handschuh, muss man nicht. Ist, finde ich, angenehmer mit dem. Dann, das ist auch noch ganz hilfreich, das ist so ein Schneideband. Das kann man davor hinlegen, dass man eben sauber die Folie zuschneiden kann, ohne auf den Lack zu schneiden. Also man kann auch auf den Lack schneiden, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Muss man vorsichtig sein. Genau, also man kann, ja, also ich könnte es schon, aber muss man ja nicht riskieren. Und dann davor halt eben was zum Entfetten und was? Entfüllen. Und was ist das dann hier? Einfach irgendwie das so ein Glasreiniger? Im Prinzip kann man Glasreiniger nehmen, das ist jetzt so ein spezieller fürs Folieren eben. Aber da reicht ein ganz normaler Glasreiniger zum Entfetten, einfach irgendwas. Naja, wunderbar. Genau. Cool, dann fangen wir an, oder? Genau. Was machst du als erstes, Folie grob zuschneiden? Ich habe mir jetzt mal hier ein Reststück genommen, genau, die schneide ich jetzt mal grob zu. Dann tue ich mich leichter im Drauflegen danach. So, jetzt kann man sich da einfach einen Knick reinmachen, dass man ungefähr sieht, das geht jetzt echt nur, dass man es grob rausschneidet, dann tut man sich leichter. Muss gar nicht sauber sein, das geht echt nur darum, dass man da nicht zu viel Material hat. So, als nächstes würde ich das Schneideband legen, damit wir, beziehungsweise erst reinigen, das ist ganz wichtig, sonst hält das Schneideband nicht. So, da, wie gesagt, bietet sich an, die Kante hier zu nehmen. Das müsste man auch ganz gut sehen, weil sich da das Licht ein bisschen bricht. Und da legen wir einfach unser Band rein. Das kann man auch immer wieder, wenn man es jetzt nicht so schön reinlegt, nochmal hochheben und nachjustieren. Da ist es nur wichtig, dass man mit wenig Zug arbeitet, weil man sonst das Band verzieht. Und dann muss man ein neues Stück abschneiden. So, als nächstes würde ich empfehlen, nochmal drüber zu putzen, da man jetzt mit seinen Fingern möglicherweise irgendwelche Fettdatscher drauf gemacht hat. So ist man auf der sicheren Seite. Und dann kann man auch schon seine Folie nehmen und die drauflegen. Und dafür ist jetzt halt der Handschuh praktisch, dass man einfach mit den Fingern die schön festdrücken kann. Und da immer schauen, dass man in die Kante möglichst spannungsfrei reinläuft. So, jetzt haben wir es mit der Hand hingedrückt. Jetzt gehen wir mit dem Föhn nochmal nach, damit die Folie wirklich richtig schön an dem Schneideband anliegt.
So, dann ist wichtig, dass man erst das Schneideband rauszieht, bevor man unten abschneidet, weil man sich sonst eventuell das Band mit abschneidet. So, als nächstes ziehen wir dann das Schneideband raus. In dem Fall hat man jetzt nirgendwo eine Fläche, wo man das Band auflegen kann. Darum nehme ich mir immer die Hake und klebe das da drauf. Dann muss man einfach an der Stelle, wo man einschneiden will in die Folie, mit dem Finger drauf gehen und dann kräftig anziehen. Und schon reißt man die durch. So, jetzt haben wir das Band durchgezogen, jetzt können wir die restliche Folie einfach abziehen und das Schneideband auf, die was noch dran klebt. Und dann ist ganz wichtig, dass man die Kante auch nochmal anfüllen danach, aber erstmal mit dem Finger hindrückt. So, wenn das gemacht ist, dann kann man unten die Kante abschneiden. In dem Fall würde ich jetzt nicht empfehlen, die umzulegen, weil es bei der Lippe doch mal vorkommen kann, dass man aufsetzt und dann franzt quasi das hintere Stück nach unten raus. Und das kann man eben vermeiden, indem man einfach die vordere Kante nimmt. So, dann kann man alle Kanten nochmal mit dem Finger nachdrücken. Und dann am Ende ist wichtig, dass man sie noch mal richtig schön nachföhnt, dass sie auch lange hält. Da am besten auf die höchste Stufe gehen. Ja, super, schaut ja total geil aus. Muss man echt sagen, also die Kombination mit dem Originallack vom Auto, dazu die Spoilerlippe und das Ganze dort in dieser Vertiefung, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich denke auch. Ja, jetzt habt ihr auch mal gesehen, unser Zeug lässt sich eigentlich auch ganz gut folieren. Hat das gut geklappt? Ging sehr gut, keine Probleme. Okay, also, wenn ihr folieren wollt, könnt ihr das natürlich machen. Hier habt ihr auch mal eine kurze Erklärung, wie das funktioniert. Und besonders bietet sich dann eben die Glossy-Variante an. Allerdings die Lackiervariante, also diese matte ohne Struktur, würde dann womöglich auch gehen. Geht auch, wenn man sie komplett foliert dann eben, weil sonst. Oder man will die matte Optik dann, je nachdem. Ja, sicherlich. Aber wenn, dann würde ich tatsächlich die Glossy nehmen. Carbon-Variante, also nicht das matte Carbon, sondern das glänzende Carbon, könnte man dann natürlich auch folieren. Da ist ja im Endeffekt die Oberfläche das gleiche. Okay, dann lassen wir das Auto mal runter und dann gibt es am Schluss noch mal eine Außenaufnahme. Fahrzeug am Boden, da wirkt das Ganze sicherlich noch ganz anders. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine informative Zeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bitte dran denken, abonnieren, teilt das Video in sämtliche Kanäle, das wird uns freuen. In diesem Sinne, ciao!